Pferdewetten 24.09.2019 Kilkoi-Australia Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Dienstag der 24. September 2019 und ich beabsichtige gleich im australischen Kilkoi das dortige dritte Galopprennbahn des Tages über 1200 Meter und einem Preisgeld von 17.0 australischen Dollars zu wetten, welches um 6.40 Uhr, dann ist es dort bereits nachmittags, gestartet wird. Hier die Daten der teilnehmenden Pferde. Pferd Nummer 1 Vorig Ast 36 Kurzform 75675,17 jährige Wallach mit 60,5 Kilo und er hat 17 Starts, 3 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 2 startet nicht, ein 4-jähriger Wallach mit 58 Kilo Kurzform 75921 und 14 Starts, 2 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 3 Vorig Ast 101, ein 7-jähriger Wallach mit 58,5 Kilo Kurzform 77561 und 51 Starts, 6 Siege und 9 Plätze. Pferd Nummer 4 Vorig Ast 204, ein 7-jähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 85655 und 24 Starts, 3 Siege und 3 Plätze. Pferd Nummer 5 Vorig Ast 41, ein 6-jähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 94263 und bisher 45 Starts, 4 Siege und 13 Plätze. Pferd Nummer 6 Vorig Ast 37, ein 5-jähriger Wallach mit 56,5 Kilo Kurzform 02682 und bisher 10 Starts, einen Sieg und 2 Plätze. Pferd Nummer 7 Vorig Ast 68, ein 5-jähriger Wallach mit 56,5 Kilo Kurzform 47914 und 25 Starts, 3 Siege und 5 Plätze. Pferd Nummer 8 Vorig Ast 141, ein 7-jähriger Wallach mit 56 Kilo Kurzform 70758 und bisher 52 Starts, 4 Siege und 11 Plätze. Pferd Nummer 9 Vorig Ast 376, ein 6-jähriger Wallach mit 54 Kilo Kurzform 65289 und bisher 29 Starts, einen Sieg und 4 Plätze. Ich werde jetzt versuchen, mit Hilfe der Quantenmechanik und der Stringtheorie auszurechnen, welche Pferde ich wetten sollte und welche Pferde als Siegpferde in Frage kommen. Ich wette Pferd 1 und Pferd 7. Das Rennen beginnt und Pferd Nummer 7 gewinnt. Es wird eine Quote von 68, also dem 6,8-fachen, bezahlt.